So, dann wollen wir beginnen mit den Atemwegserkrankungen. Praktisch schon mal mit dem ersten Heilkraut. Und ihr seht hier in Blau immer angezeigt KRBR, das heißt Kräuterbrief. Und 119 soll heißen Januar 2019. Das sind alle Kräuter, die ich jetzt angeben werde. Da könnt ihr gleichzeitig immer auch entsprechend auf meiner Internetseite nachlesen. So, der Eibisch. Als sogenannte Schleimdroge eignet sich Eibisch besonders für akute entzündliche Atemwegserkrankungen, vor allem in der Anfangsphase von Erkältungen. Eibisch wirkt sehr mild und ist verträglich. Hat jemand zum Thema Eibisch irgendwelche Erfahrungen, irgendwelche Zusatzinformationen, die vielleicht jetzt hier wichtig wären? Wir sind ja schließlich ein Stammtisch, da sollte man schon auch drüber sprechen. Hat jemand Erfahrungen dazu? Zum Eibisch? Also, ich habe ihn versucht zu kultivieren in meinem Garten, was also jetzt all die Jahre immer wieder fehlgeschlagen ist. Ah. Und ich wollte mal fragen, ob jemand das im Garten schon mal angezogen hat mit Erfolg, weil ich mir nicht vorstellen kann, was ich da falsch gemacht habe. Kann da jemand was dazu sagen? Ich habe einen großen Eibisch im Garten, der kommt jedes Jahr wieder. Es ist so ein leicht lehmiger Boden. Aha. Du jedes Jahr Wurzeln ernten davor. Also funktioniert super. Was vielleicht für die Anwendung nur wichtig ist, ist, dass man den ja in kaltes Wasser einlegt und nicht heiß als Tee macht. Also Aha, okay. die Wurzel in Die kaltes Wurzel, ja. Die Wurzel, ja. Weil Okay. die Und Wurzel ist ja sehr schleimig, ne? wie lange legst du die Wurzeln ein? So eine Stunde. Ah, das reicht schon. Ja. Ja. Und wie hast du ihn angezüchtet? Als gekaufte Pflanze Ich oder? habe eine gekaufte Pflanze gehabt, ja. Ah, okay. Und der Boden ist lehmig. Der Boden ist eher lehmig, ja. Okay, das ist schon mal ein guter Hinweis. Und Ja. es ist so Halbschatten so, also nicht ganz in der Sonne, aber kriegt schon Sonne. Und ist ja mehrjährig, also kommt jedes Jahr wieder. Der kommt jedes Jahr wieder, ja. Okay, Okay. schön. Also ich will noch dazu sagen, es ist auch reizlindernd und ist schleimhautschützend, bildet einen Schutzfilm über die Schleimhaut und ist auch für entzündete Schleimhaut des Magens gut. Ja, also gut. Dann der nächste ist der Thymian, also wieder 10/19, ja, Oktober 2014. Das Mitte. im Thymian enthaltene Thymol hat eine starke desinfizierende Wirkung. Noch in einer Verdünnung von 1 zu 3000 hemmt es das Leben der Wundbakterien. Und der Thymian-Tee ist zu empfehlen bei allen Erkrankungen der Luftwege, bei Asthma, Keuchhusten, Lungenentzündung, ferner bei Erkrankungen des Magen-Darm-Kanals. Hat jemand von euch da Erfahrungen mit Thymian? Wird ja eigentlich sehr, sehr verwendet, ne? Thymian. Nur als Kraut. Wurzkraut, ne? Und für die Ja, also Kinder. ich war heute im Gartenmarkt. Es gibt ja mindestens 10 verschiedene Thymiansorten, von Zitronen-Thymian über Ja, Kümmel-Thymian. Und das stimmt, ja. ich weiß nicht, ob man die alle gleichwertig behandeln kann oder wie seht ihr das? Hat jemand Erfahrung dazu? Müsste man vielleicht nochmal nachtauchen, welcher von denen mehr medizinisch zu eignen, zu verwenden ist, von dem Thymian. Ja, genau. Ich schreibe mir das mal auch gleich auf, ja. Das ist nämlich ganz wichtig, dass man solche Dinge dann auch gleich aufnimmt, ja. Thymian, medizinisch. Medizinisch, okay. Dann nehme Ja. Was man beim Thymian noch beachten sollte, ist, dass der auch sehr anregend wirkt. Das heißt, Ja. am besten nicht abends trinken. Also, Ja. und bei Okay. Kindern auch, weil der wirklich Herzrasen auch verursachen kann, wenn man empfindlich ist. Ja, das stimmt. Ja, das ist richtig. Ja, wunderbar. Danke. Schön. So, dann kommt der Andorn, den hatte ich ja jetzt erst beschrieben im April.
Und der Andorn wird vornehmlich bei Atemwegserkrankungen wie trockenem Husten, Katarrh der Luftwege und akuter chronischer Bronchitis eingesetzt. Der Andorn stärkt auch Abwehrkräfte und das Immunsystem. Und auch ein schwacher Kreislauf wird vom Andorn stabilisiert. Ihr seht ja hier an dem Bildchen, wie er ungefähr ausschaut. Ja, er ist mehr so länglich und hat in den Abständen, hier an den Blättern, immer wieder so kleine Blütchen. Habt ihr da zum Andorn? Ist eigentlich relativ selten, der Andorn. Also in den Kräuterbüchern von mir war ihr überhaupt nicht vorhanden. Beschrieben. Trockene Husten. Husten, aha. Andorn, ja. Okay. Wo wächst der? Den kann man gut ziehen. Also ich habe einen gekauft und der hat jetzt überwintert. Oh, okay. Schön. Ja, ist kein Problem, der kommt jetzt wieder. Na gut, na prima. Super. Und der hat so raue, also so ein bisschen haarige Blätter. Stimmt, ja, das sieht man hier auch, kann man gut an dem Bild erkennen, ja. Und nehmt ihr die Blüten oder die Blätter oder die Wurzeln? Weiß ich nicht. Also ich denke, dass auf jeden Fall die Blüten und die Blätter hier verwendet werden. Mhm. Okay, das nächste wäre Kurkuma. Kennt ja jeder von euch, wird eingesetzt gegen Osteoporose, auch Entzündungen, Schlaganfall, Herzinfarkt, Alzheimer, Hemm-Tumorbildung, aber auch Atemwegserkrankungen, Darmerkrankungen und entgiftet Quecksilber. Für eine verbesserte Aufnahme von Kurkuma verwendet man die Substanz Piperin, also zu 5-8% im schwarzen Pfeffer vorhanden ist. Und die Steigerung der Aufnahme ist dabei um das 20-fache. Das ist 20-fache von Kurkuma. Also wenn man das in dieser Kombination nimmt. Habt ihr jetzt bezüglich Atemwegserkrankungen zum Thema Kurkuma irgendwelche Erfahrungen? Also ich wollte nur sagen, Schlaganfall und Herzinfarkt, da müsste eigentlich stehen zur Vorbeugung von. Vorbeugung, ja, ja, klar. Ja, ja, klar. Also, da muss man vorsichtig. Ja, ich habe eine Erfahrung mit Kurkuma. Und zwar, es ist ein ayurvedisches Rezept bei Mandelentzündung, Halsentzündung. Einfach mit Schwarztee einen Teelöffel Kurkuma hineinstreuen, so eine Paste anrühren und die auf die Mandeln auftragen. Ich habe es selbst schon mal ausprobiert und es wirklich mit Erfolg, dass es zu keiner schlimmen Mandelentzündung kommt. Natürlich ist es ein bisschen gewöhnungsbedürftig, sich hinten auf die Mandel diese Paste auftragen lassen. Aber ich kann es sehr empfehlen, so im Anfangsbereich, und klingt es gut wieder ab. Ja, ist ja toll. Ja, kann man das überhaupt machen, so nach innen so oder so draufstreichen? Geht es? Ja, das geht. Also mit dem Finger. Ich habe dann den Finger genommen und das so dick draufgepackt. Also das habe ich aus einem ayurvedischen Buch. Aha. Und weil ich öfters mal Mandelentzündungen habe, habe ich das dann auch mal getestet. Und das ist wirklich hilfreich, das über Nacht dann einwirken lassen. Toll, super. Schön, ja. Kann man auch zum Gurgeln nehmen. Also diese Paste einfach so viel verdünnen, dass es als Gurgellösung verwendet werden kann. Bestimmt, aber es war eben die Einwirkung über Nacht, muss ich sagen, gerade wenn man so Schluckbeschwerden hat, kommt eben auf den Fortschritt oder sag mal, wie weit meine Mandelentzündung schon fortgeschritten ist, wie sehr der Bedarf ist. Stärkend ist ja auch diese goldene Milch, da gibt es als Fertigpräparat, aber auch so, ich habe das Rezept aber jetzt nicht da, das könnte ich mal rausholen mit Kurkuma und Ingwer und verschiedene andere Dinge, die man dann trinken kann, auch als Abwehr und Stärkung. Das ist auch sehr zu empfehlen mit Mandelmilch. Das heißt, Kurkuma-Latte heißt das. Gibt es als Fertigmischung im Naturkostladen. Ja. Und da braucht man einfach nur einen Teelöffel in eine Pflanzenmilch einrühren und dann ist fertig. Also das ist sehr easy. Geht schnell und schmeckt wunderbar. Ja, es ist einfacher, wie selbst herzustellen, aber es
Also ich trinke es auch ganz gern, gerade so in der Erkältungszeit, und es schmeckt auch ganz gut. Ne? Ja, genau. Okay, super, vielen Dank. Dann kommen wir zum Spitzwegerich. Ich wollte bloß zum Kurkuma noch was sagen. Ganz wichtig ist, dass das schwarzer Pfeffer ist. Der weiße Pfeffer hat das Piperipin lang nicht so drin wie der schwarze Pfeffer. Ja, das hatte ich hier geschrieben, schwarzer Pfeffer. Ja, genau, das wollte ich bloß noch mal, dass das wirklich unterstrichen gehört, dass das nur der schwarze Pfeffer ist. Ja, ganz wichtiger Hinweis, ja, ganz genau. Es muss der schwarze Pfeffer sein, richtig, ja. Lykurpa-Klinik genannt. Ja, gut. Dann spitzwegerich, Haupteinsatzgebiete sind die Atemwege, ja. Und die Haut- und Wundheilung. Und der Spitzwegerich hilft sehr gut bei Katarrhen oder obere Atemwege. Etwas als Spitzwegerich, Hustensaft und Entzündungen der Mund- und Rachenschleimhaut. Und ich will dazu nur sagen, weil wir jetzt da gerade bei Hustensaft sind, da sollte man auch den Wasserdorn, das sollte man aber erwähnen, weil der Hustensaft ist wunderbar. Kontramutan kann man in der Apotheke kaufen. Kontramutan, also das verwende ich dann immer auch, wenn ich dann. Und jetzt kann man sagen, dass der Wasserdorn, kann man sagen, dass dann wirklich von der Zeit her 50% eingespart wird. Also das geht relativ schnell wieder weg. Hat jemand Erfahrung dazu? Kennt jemand die Methode Spitzwegerich-Honig, den man in den Boden eingräbt? Kennt das jemand? Nee. Also das ist ein traditionelles Rezept, und zwar nimmt man ein Glas Honig und macht eine Schicht Spitzwegerich ins Honigglas, dann eine Schicht Honig drauf, dann wieder eine Schicht Spitzwegerichblätter, also zerkleinerte. Dann wieder eine Schicht Honig, und so wechselt man das ab, bis das Glas voll ist. Und zwar nimmt man dann jetzt der Spitzwegerich, der jetzt gerade im April, Mai wächst. Dann gräbt man dieses Glas ein, einen halben Meter tief in die Erde, und holt es dann im Oktober, November vor dem ersten Frost wieder aus der Erde raus. Also ich hatte dann das Problem, dass ich es nicht mehr gefunden habe. Ja. Aber das soll also der ideale Winterbegleiter sein zur Immunstärkung durch die ganze Wintersaison, wenn man jeden Tag 1 bis 2 Teelöffel davon nimmt. Ja, das finde ich ja prima. Aber du, Barbara, halber Liter, ich meine, ich kann gern umgraben, aber einen halben Meter tief, das ist schon enorm. Ja, ich habe es geschafft, weil wie gesagt, ich habe es ja nicht lieber gefunden. Ja, ist ja. Okay. Das mit dem Eingraben, das hat nur den Sinn, dass das einfach im Sommer über kalt bleibt. Ja. Das ist ein ganz altes Rezept. Früher war das einfach wichtig, dass das in der Kälte steht. Heutzutage gibt es schon die Erfindung des Kühlschranks. Also man kann es einfach in den Kühlschrank stellen, ganz hinten rein, funktioniert super. Also ich habe gehört, dass diese Erdenergien, das habe ich gedacht, übertragen. Ja, das schon, aber wenn man es einfacher haben will. Also wenn ich nur den Spitzwegerich ohne Erdenergie, dann kann man es in den Kühlschrank, da man findet es dann leichter. Ja, okay. Also vor allen Dingen, wenn man keinen Garten hat, ja, kann man keinen halben Meter in seinem Haus buddeln. Also insofern ist der Kühlschrank schon ganz gut. Okay, kommen wir zum nächsten. Ich habe noch eine Frage. Ja. Wasserdorn, hast du gesagt, habe ich das richtig verstanden? Ja, Wasserdorn. Was ist Wasserdorn denn? Gibt es da noch einen anderen Namen? Nee, der heißt so. Der meinst du Wasserdost? Ach, Entschuldigung, ach, Wasserdorn, Wasserdost. Wasserdost. Ja, Entschuldigung, okay. Das ist auf die Schnelle völlig falsch. Also, ja, Wasserdost heißt es. Alles klar, also Wasserhanf, Wasserdost meinst Wasserdost, du? Wasserdost, ja, das war ja. Der hat halt seine Pyrrolizidinalkaloide, darum ist das ein bisschen vorsichtig mit Kindern und so. He? Ja. Würde ich den nicht reintun für Kinder? Ja, gut, da bin ich mir halt nicht so sicher jetzt, weil das wird ja teilweise ein bisschen übertrieben hier mit den angeblichen Schadstoffen. Ich habe ja extra mal einen Vortrag gehalten, gerade über diese Schadstoffe, Pyrrolizidinalkaloide. Und da müsste ich jetzt auch selber nochmal nachschauen, weil man muss da schon unterscheiden. Gut. Der echte Alant. Der wichtigste Inhaltsstoff des Alant ist das Helenin. Andere Wirkstoffe sind Inulin, also das ist ein wichtiges
Diabetikernährmittel und Bitterstoffe. Und die Alantwurzel wird hauptsächlich als expektorierendes, das heißt also Auswurf von Schleim aus den Atemwegen erleichtern, Mittel bei Husten, auch Keuchhusten und Bronchialkatarrh verwendet. Kennt jemand weiteres dazu im Alant? Also ich habe jetzt eine Riesenpflanze von fast 2 Meter hoch mit vielen, vielen Blüten, fantastisch eigentlich. Wunderschön, gell? Einmalig, einmalig. Das ist eine der schönsten Pflanzen bei mir im Garten. Also, was ich dazu sagen könnte, ist, ich räuche ja sehr viel mit Pflanzen. Na los, dann ist schon und der Alant ist ideal, auch, dass er die Atemwege verbringt. Ja, das stimmt, ja, Alant, ja, genau. Was nimmst du zum Räuchern, die Pfeffer? Man nimmt die Wurzel her. Und macht man da einen Alkoholauszug? Oder wie nimmt die Wurzel? Also, ich höre jetzt ganz schlecht. Wer ist das im Hintergrund? Bitte Lautsprecher ausschalten. Da tippt jemand auf einer Tastatur. Hallo? Vielleicht musst du mal alle stumm schalten. Ja, das kann ich bloß jetzt schlecht von hier aus, weil ich schon umgeschaltet habe. Ja. Okay, also es scheint weg zu sein. Macht man aus der Wurzel einen Alkoholauszug oder wie benutzt man die? Das weiß ich nicht. Von Alant habe ich bisher noch nichts gemacht. Mhm. Hat jemand Erfahrung dazu? Also man kann wunderbaren Oxymel machen, aber dazu kommen wir später. Dazu kommen wir später. Okay, also. Ich kann entweder die Wurzel als Tee machen, auch wieder wie beim Eibisch, dass man die mit kaltem Wasser ansetzt. Oder halt was ich viel einfacher immer finde, dass ich eine Tinktur mache. Ja. Ich kann alleine eine Landtinktur machen, was ich aber oft mache, ich mische dann auch oft die Kräuter. Also, dass ich dann Thymian und Land und so einfach so verschiedene Hustenkräuter mische und da so selber eine Hustentinktur dann mache. Mhm. Mhm. Danke. Mhm. Okay. Gut. Dann die nächste Taubnessel. Diese Pflanze wird besonders in der Frauenheilkunde bei Atemwegserkrankungen und bei Magen-Darm-Beschwerden eingesetzt. Sie weist antibakterielle, beruhigende, krampflösende, schleimlösende, handreibende, aber auch blutstillende und blutreinigende Eigenschaften auf, die Taubnessel. Hat jemand jetzt Erfahrungen zur Taubnessel? Mich würde interessieren, ob die Goldnessel, die jetzt bei mir überall blüht, ob die gleiche Wirkung hat. Ja, wäre interessant, weiß ich jetzt nicht. Weiß jemand was über diese Goldnessel? Man kann alle Nesseln brauchen, die Taubnessel. Also ich weiß nur, dass die Taubnessel ähnlich der Brennnessel wirkt, ne? Ja, also man kann die Goldnessel auch hernehmen, hat aber nicht ganz so viele Wirkstoffe wie die richtige Taubnessel. Ah, ja. Aber wenn man schon hat, kann man es gut hernehmen, ist vor allem jetzt auch gut im Salat oder so in der Suppe als Kräuter drin. So. Mhm. Überall jetzt einfach ein bisschen mit Neidor, aber eben auch als Heilwirkung, die Taubnessel hat ein bisschen mehr Inhaltsstoffe. Okay. Also als Heilpflanze wird die weiße beschrieben. Lamium album ist die größte Heilpflanze unter den Taubnesseln. Nicht die rote, sondern die weiße. Ja, die weiße, ja. Und kocht man das dann als Tee oder? Alles mögliche. Tee kann man machen, Tinktur, Pulver. Vor allem in der Küche brauche ich sie auch öfters. Gekocht oder roh. Oder Oxymel. Okay, gut. Aber jetzt hier vor allem wirklich um die rote Taubnessel. Also hier geht es um die weiße Taubnessel. Hier ging es um die weiße Taubnessel, das ich jetzt vorgestellt habe. Ah, okay. Ja, dann kommen wir zum nächsten Wundklee. Bei Atemwegserkrankungen wird der Wundklee zusammen mit Spitzwegerich in Teemischungen gegeben. Und die Schleimstoffe und die Kieselsäure des Spitzwegers ergänzen die entzündungshemmende Wirkung des Wundklees.
Kennt jemand den Wundklee? Also wächst er ganz oben in den Bergen, ist er auch geschützt, der Wundklee. Und wir verwenden ja auch den Wundklee mit dem Beinwild zusammen als Salbe. Also aber dann letztendlich aber zur Wundheilung. Okay, dann der nächste, der Huflattich. Einsatzzweck bei Atemwegserkrankungen. Also der Huflattich, ja. Einsatzgebiet bei Atemwegserkrankungen von einfachem Husten bis hin zum Asthma und erweitert Bronchien. Der Huflattich ist ein bewährtes Mittel bei Brustleiden wie Engbrüstigkeit, Husten, Verschleimung der Lungen und gehört zu den ältesten Hustenheilmitteln. Hat jemand dazu noch etwas noch als Information? Gut, dann der nächste. Also ich hätte schon noch was. Ja. Und zwar, also der Huflattich ist ja früher auch verraucht worden, also Zigarettenersatz, das war ein Tabak. Und ja, so bis zum Zweiten Weltkrieg hat man das wirklich nur als Tabakersatz genommen. Ach. Und natürlich auch seine Heilwirkung. Also wenn wer probieren will, wenn er eine Pfeife hat daheim, aha, kann sich gerne einmal Huflattichblätter trocknen und einmal puffen, rauchen. Hast du jetzt gesagt Heilwirkung oder Heilwirkung? Heilwirkung. Okay, gut. Vielleicht kann man auch heil werden davon. Nein, die Inhaltsstoffe hat er nicht. Also gut, okay, alles klar, gut. Heil ist aber eigentlich auch eine tolle Sache, wenn man das praktisch in der Weise dann verwendet. Ja, genau, also die indigenen Völker oder die Kelten und ja, die Vorfahren haben das verwendet. Ja, klasse, ja, toll, schön. Ja, und dann der Anis. Am Huflattich vielleicht auch noch. Ja. Ja, ich mache auch Tinktur, führe eine Hustentinktur und die gebe ich aber nicht den Kindern wegen den Pyrrolizidin-Alkaloiden. Ja, ist klar. Ja, klar. Gut. Aber eine. Also ich denke, ich muss doch den Vortrag da halten und über die Einteilung der Heilkräuter, welche Pyrrolizidin-Alkaloide haben oder haben nicht oder wir haben wenige und welches davon haben viel. Weil es wird in Funk und Fernsehen ist das völlig übertrieben worden, muss ich ganz ehrlich sagen. Aber ich glaube, das werde ich so schnell wie möglich, werde ich den Vortrag mal halten. Kann ich ja praktisch eigentlich auch hier am Kräuterstammtisch mal machen, ne? Oder? Gut. Anis, die Gewürzpflanze Anis ist eine wertvolle Heilpflanze gegen Atemwegs, Katarrhe und Verdauungsbeschwerden. Und diese zweifache Wirkung ist einerseits den schleimfördernden und hustenstillenden, andererseits den blähungslindernden Eigenschaften der Inhaltsstoffe zuzuschreiben. Du hast jetzt den Sternanis abgebildet. Ja. Meinst du den Stern? Man kann ja Anis auch als Samen kaufen. Ja. Gibt es einen Unterschied? Ich denke, geschmacklich ist ein leichter Unterschied. Ah. Okay. Also gefühlt, weil wir zu Hause, also ich mache dann immer im Herbst Pflaumen- oder Zwetschgenmarmelade. Ja. Und wir lieben sie als Weihnachtsmarmelade. Ich gebe dann auf ein Kilo oder zwei Kilo, also pro Kilo ungefähr zwei so Sternanis mit Zucker über Nacht in den Topf und lasse es durchziehen. Und verkocht dann erst am anderen Tag das zu Marmelade. Und das hat dann so richtig feine weihnachtliche Geschichte. Also es ist richtig ein feiner Geschmack von dem her. Ja, toll. Und Anis habe ich die Erinnerung von meinen Tees aus der Kindheit. Die habe ich nicht so gern getrunken, sage ich jetzt mal. Und erinnert mich nicht an die feine Marmelade. Okay. Gut. Sehr schön, ja. Danke. Also ich... Ja, wollen wir nochmal zurück? Vermutlich ist beim Anis mit dem Text meinst du vermutlich aber den echten Anis, also das Doldenblütengewächs, nicht den Stern-Anis, der ja eine ja, andere gut, Familie hat. Ich hatte kein anderes Bild, ich habe okay, halt ja, Erkennungsmerkmal, habe ich das Bild genau, da reingeklappt. Ja, also ja. Pflanze den Doldenblütler. Ja, ja. Danke.
Meister Wurz, ein ganz tolles Kraut, das Gotteskraut heißt es in den Bergen, löst den Schleim aus allen Organen des Körpers, hilft bei Asthma, hartnäckiger Heiserkeit, Halsleiden, Bronchialkatarrh und Schnupfen, macht gesundes Blut, entfernt den Kalk aus den Adern, beugt Herzinfarkt und Schlaganfall vor und hilft sofort bei Kopfschmerzen. Also im Alpenraum wird sie noch immer als Ginseng des Westens betrachtet. Und man sagt ja eigentlich, man sollte die Pflanzen verwenden, die bei uns wachsen und weniger das, was da aus dem Osten kommt. Und insofern heißt es, sei der Meisterwurz gleichbedeutend mit dem Ginseng. Ja? Und ich habe gelernt, als wir hier in den Bergen waren, sagt man ja auch in den Bergen, der Meisterwurz hilft dem Meister auf die Meisterin. Also jetzt so in Klammer gesprochen. Ja. So, hat jemand Informationen zum Meisterwurz und Erfahrungen zum Meisterwurz? Ich habe den Meisterwurz immer im Portemonnaie, ein Stück Wurzel dabei, wenn das Halsweh kommt, wenn irgendwas ist. Das ist so meine Notwurzel. du hast sie sehr schön beschrieben hier im Text. Ja. Das ist wirklich, wenn ich nicht mehr sprechen mag bei einem Vortrag, dann ein bisschen Meisterwurz und es geht wieder. Und ja, es ist wirklich genial. Ah, toll. Man darf sie aber nicht immer brauchen. Meine Schwester hatte sie den ganzen Winter immer genommen, anstatt Echinacea hat sie Meisterwurz immer genommen. Und so am dritten Winter hat sie dann eine Allergie entwickelt. Also würde sie nicht immer nehmen, einfach bei Bedarf. Wenn man bei Bedarf, ja, bei Bedarf, okay. Gut, sehr schön, ja, toll. Dann haben wir noch das Lungenkraut, ja, ist ja der Name schon ist prädestinierend. Durch die enthaltene Kieselsäure und den Schleim wirkt das Lungenkraut lindernd auf Reizhusten und Entzündungen der oberen Luftwege. Es ist besonders bei allen Katarren der Luftwege, bei Husten und mit viel Schleimauswurf, bei grippösen Erscheinungen, bei Lungenentzündung, chronischer Bronchitis, mit Erfolg anzuwenden. Und man sieht das ja auch wunderbar hier, die Lungenbläschen, also das Weiße hier auf den Blättern, ein bisschen auch die Lunge so abgebildet, dieses Lungenkraut. Das ist ein schönes Kraut, das blüht jetzt gerade bei mir im Garten. Mir hat so bläuliche und so wie kleine violette Blütchen, das Lungenkraut. Und das ist beschrieben da im März 2017. Hat jemand Erfahrung mit dem Lungenkraut? Kennt ihr überhaupt das Lungenkraut? Ja, aber nur aus den Gärtnereien, also so in der Wildnis habe ich es noch nie gesehen. Also ich habe mir vor 2 Jahren habe ich es mir gekauft und habe es in mein entsprechendes Beet gesetzt und erstaunlicherweise meinte das Lungenkraut, hier gefällt es mir nicht. Aha. Und hat die Treppe, weil es bei mir im Garten runtergeht, genau in die Treppenstufe sich da rein und da lasse ich es aber auch. Ah. Da wächst es ganz toll und da findest du wunderbar. Ah, gut. Aber das andere, das ist so mickrig dahin, da wo ich. Also ich habe es hier schon in der Umgebung in Steingärten gesehen. Das heißt, da muss wohl auch eine bestimmte Bodenbeschaffenheit, also eher Magerwiese oder sowas sein. Denn auf unserer reichhaltigen Gartenerde will es, glaube ich, nicht sein. Aber das ist interessant, dass du das sagst, nämlich gerade da sind in dem Rand lauter Steinchen. Ja, genau. Schlechte Erde und da wächst es ganz verrückt. Ja, genau. Das will schlechten Untergrund haben. Ja. Es ist, ich kenne es aus dem Wald und da, wo ich mich jetzt erinnere, es ist auch eher sandig, also auch nicht so reichhaltig. Ja, genau. Aha. Ja, schön. Wahrscheinlich ist es das so, dass der keinen zu fetten Boden haben darf. Ja, also ich habe es halt besonders gut gemeint, ne? So richtig schön und gedüngt und das hat es nicht von. Aber man wundert sich, dass es dann woanders erscheint. Das ist ja das Lustige an der Geschichte dann. Ja. Ne? Ja. Also Füße oder wie? Naja. Also vielleicht darf ich nur was sagen, also das Lungenkraut selber heißt ja bei uns in Oberösterreich Hänsel und Gretel. Vielleicht weiß das wie jemand noch von euch. Und ich tue halt auch viel räuchern und es öffnet sozusagen das Stirnchakra. Ja, das Anja-Zentrum, ja.
Genau, und es ist ein wunderbares Kraut auch für Kinder und ich freue mich schon nachher auf Oxymel, weil ich habe mit Lungen gerade auch schon Lob-Oxymel gemacht. Ah. Und die Kinder sprechen sehr gut drauf an. Ja, super. Super. Also das mache ich jetzt auch, ja. Vielleicht werde ich eine Legende. So, und dann guck mal, Meerrettich noch. Der Meerrettich eignet sich für die Behandlung von Blasenentzündungen, ja, und Nebenhöhlenentzündungen. Und die enthaltenen Senföl, Glykoside wirken antimikrobiell, sodass die Pflanze auch als pflanzliches Antibiotikum bei Infektionen der Atemwege und der ableitenden Harnwege eingesetzt wird. Und zudem hat es einen hohen Vitamin-C-Gehalt, das Meerrettich. Und es ist die Heilpflanze des Jahres 2021. Oh, oi. Der Meerrettich, ja? Ja. Schön. Aha, gut. Ja, dann kommen wir zum letzten. Schisandra-Beere. Das ist eine ganz besondere, tolle Beere. Die habe ich jetzt bei mir auch im Garten. Und in der traditionellen chinesischen Medizin, TCM, kommt die Schisandra-Beere bei einem Ungleichgewicht im Lungenmeridian zum Einsatz. Dazu gehören Asthma, Bronchitis, trockener Husten oder auch Atemnot. Und die Frucht hilft dabei, die Bronchien von Schleim zu befreien und das gesamte Lungensystem zu stärken. Selbst bei einer Raucherentwöhnung können die Früchte zur Entgiftung beitragen. Und die Schisandra-Beere, vielleicht kennt jemand oder hat sie im Garten, die hat 5 Geschmacksrichtungen. Also wirklich alle Geschmacksrichtungen. Und wenn man so eine Beere das erste Mal isst, schmeckt sie schrecklich. Kennt jemand die Schisandra-Beere? Ich habe sie letztes Jahr in meinen Garten gepflanzt und sie ist über Winter erfroren. Oh, echt? Ja, ist jetzt, ich kann sie nicht mehr finden. Sie ist weg. Oder sie kommt noch. Kann auch sein. Es kann schon sein, dass sie noch kommt. Also bei mir ist sie so ungefähr 2 Meter hoch und 1 Meter wow. breit. Und man sieht es ja hier an den Früchten, das ist davon. Und ja, man nimmt sie halt auch getrocknet. Eigentlich sollte man es noch mit was anderem Süßen dazu nehmen. Mhm. Wenn man sie dann isst, dann kommen wirklich so nach und nach die verschiedenen Geschmacksrichtungen zum Vorschein. Mhm. Aber es ist eine tolle Sache, da ist wirklich alles drin. Aber lest mal nach, im Kräuterbrief 12,19, da habe ich sie genau beschrieben. Man kann die getrockneten Körner in die Pfeffermühle tun und das wie Pfeffer vermahlen. Ja. Das geht ganz gut. Dann ist es nicht so konzentriert, ja, weil richtig, der Geschmack ist wirklich scheußlich. Ja, gut, scheußlich. Also, das ist ja alles drin, ne? Ja, ist alles drin, genau. Okay, so, ich werde dann soweit durch mit den Heilkräutern und jetzt kommt einer von euch, Barbara. Ja. Nämlich Oxymel aus Heilkräutern. Und, ja, ihr sagt mir immer, wenn ich weiterschalten soll, gell? Ja, genau. Du hast jetzt schon das erste Bild. Das können wir auch mal stehen lassen. Ich wollte kurz was ergänzen. Ich hatte ja letztes Mal schon zum Thema Immunsystem kurz die Oxymele angerissen und hatte auch schon mal ein Rezept durchgegeben von dem Kärntner Hustensaft. Wobei ich allerdings vergessen hatte, die Honigmenge anzugeben. Einige haben es dann gemerkt und haben mich nochmal per E-Mail angeschrieben. Und ich hatte dann Manfred gebeten, er möge noch die Honigmenge nachliefern per E-Mail. Das war aber irgendwie technisch nicht möglich. Und deswegen werde ich das jetzt nochmal zusammen mit der Michaela etwas spezifischer ausführen und mal 1 bis 2 Sätze sagen zu dem Oxymel in der Urmedizin. Also Oxymele sind kurz gesagt eine Mischung aus Essig, Honig und Kräutern. Zur Zubereitung kommen wir dann gleich. Es gibt die Oxymele schon länger als ihr glaubt. Also unsere Vorfahren wussten, dass Oxymel Fieber senkt, Entzündungen hemmt, das Immunsystem stärkt, den Stoffwechsel reguliert. Und bereits 200 nach Christus lobte der griechische Arzt
Galenus von Pergamon den sauren Honig und schrieb, dass er seinen Oxymel als Medizin verschreibt. In Persien soll es laut einer Studie über mittelalterliche Pharmazie über 1200 verschiedene Arten von Oxymel geben. Aber auch in der europäischen Geschichte gibt es Belege für die Verwendung von Oxymel. So soll Marco Polo zum Beispiel Fleisch für lange Reisen mit Hilfe eines Gemischs aus Honig und Essig konserviert haben. Zu seiner Zeit war Oxymel zudem in England, Irland und in den Vereinigten Staaten als Heilmittel in der Volksmedizin bekannt. Und auch heute noch gilt Oxymel als offizielles Heilmittel in China und in Russland. In einigen Dörfern, in denen die Lebenserwartung besonders hoch ist, gilt es als Tradition, jeden Morgen verdünntes Oxymel zusammen mit etwas Wasser zu trinken. So allmählich kehren auch wir Europäer zu alten Traditionen zurück und nehmen den sauren Honig als natürliche Alternative zu chemisch hergestellten Medikamenten wahr. Da diese Mischung aus Essig, Honig und Kräutern alkoholfrei ist und auch sonst keiner Zusätze bedarf, ist es ein ideales Mittel für Kinder. Es schmeckt gut und Kinder nehmen es wirklich gern und man kann auch den Geschmack, bitte noch nicht weiter. Okay. Ich bin noch nicht so weit. Okay. Man kann also die Geschmäcke durch die verschiedenen Kräuter variieren. Und ja, jetzt zum Beispiel könnte man, wie eine Teilnehmerin eben sagte, mal nur das Lungenkraut verwenden. Oder ich habe jetzt, ich möchte gerne nochmal zurückkommen auf dieses Rezept vom letzten Mal, also diesen sogenannten Kärntner Hustensaft. Ich habe jetzt die Kräuter, die man hier auf dem Bild sieht, gesammelt. Was wichtig ist, man sollte nie mehr als 3 bis 5 verschiedene Kräuter nehmen. Und ich habe jetzt in diesem Fall, wie man auf dem Foto sieht, Spitzwegerich genommen und Schafgarbe. Zitronenmelisse habe ich dazu getan, weil die gerade so üppig wächst und auch einen ganz, ganz feinen, guten Geschmack gibt. Und dazu habe ich noch den Gundermann genommen. Also das ist eigentlich schon ausreichend von der Anzahl der Kräuter, viel mehr würde ich gar nicht dazugeben. So, dann können wir jetzt speziell Kärntner Hustensaft nochmal zum nächsten Bild gehen. Ja. Und zwar sind das die Zutaten, die ich letztes Mal auch schon angesprochen habe. Also im traditionellen Rezept braucht man kein Salz und kein Sonnenblumenöl. Aber das ist nun eben ein Rezept, was wie gesagt schon 100 Jahre gibt. Und da hat man also zusätzlich zu den Kräutern dann noch einen Esslöffel Sonnenblumenöl und einen halben Teelöffel gutes Salz, also ich habe jetzt hier das Sal dell'Alpie von Rapunzel genommen, also Steinsalz oder Himalaya-Salz geht auch. Beim Apfelessig sollte man unbedingt darauf achten, dass es naturtrüber Apfelessig ist. Also dieser geklärte Apfelessig aus dem Supermarkt, den würde ich auf gar keinen Fall nehmen. Was vor allem wirksam ist, beim Apfelessig ist die Essigsäure, denn die verhindert den Anstieg des Blutzuckers. Also würde man jetzt zum Beispiel Honig pur vom Löffel essen, dann geht erstmal der Blutzucker hoch. Und das wird verhindert durch den Apfelessig, deswegen ist diese Kombination so genial. Und außerdem enthält Apfelessig auch Flavonoide, die gegen freie Radikale wirken. Er hat unglaublich viele Mineralstoffe und Spurenelemente wie Kupfer, Zink, Eisen, Jod, Vitamin B3, B6 und sogar Vitamin B12, was ja für die Vegetarier, Veganer so wichtig ist. Und es gibt ja auch, was viele vielleicht schon kennen, diesen Schönheitstrunk der Aphrodite.
Also, dass man morgens einen Esslöffel Apfelessig und einen Esslöffel Honig in einem warmen Glas Wasser trinkt. Das ist eigentlich auch schon ewig lange bekannt und ist im Grunde die einfachste Form eines Oxymels, nennt sich Schönheitstrunk der Aphrodite. Was ich hier noch mit dazugenommen habe, weil das dieses spezielle Rezept ist, Kärntner Hustensaft, ist die Meerrettichwurzel, die ihr in der Mitte des Bildes seht. Ich habe dann für eine Menge von 300 Gramm Honig etwa 100 Gramm Meerrettichwurzel genommen. Und jetzt bitte das nächste Bild. Ja. Ja, also was man an Küchenwerkzeug braucht, ist eigentlich nur eine Küchenreibe, mit der man die Meerrettichwurzel dann ganz fein reibt. Und die Kräuter, die zerkleinere ich mit einem Wiegemesser. Nun kann man die Kräuter einmal sehr, sehr klein machen, wie das hier auf dem Bild gezeigt ist. Ich mache das so, weil ich die Kräuter nachher nicht aussiebe, sondern ich lasse sie drin im Oxymel und sie schmecken ja auch wunderbar, zum Beispiel auch als Salatsauce kann man es wunderbar nehmen. Wenn man das nicht haben möchte, dann braucht man die Kräuter nicht so klein zu hacken, sondern dann kann man sie relativ grob lassen und dann lassen sie sich hinterher besser aussieben. Und Kinder mögen das manchmal nicht, diese Kräuter zwischen den Zähnen, also ich mache dann oft für die Kinder was ohne Kräuter und für mich mit Kräuter, also einmal abfiltern, einmal nicht abfiltern. Und beim Honig gilt es unbedingt zu beachten, dass man also einen echten Imkerhonig hat. Ich nehme gerne den Waldhonig, weil der so ein bisschen flüssig ist. Man kann aber auch jede andere Art von Honig nehmen, also egal welche Sorte, man kann ja auch dann ein bisschen experimentieren und schauen, was schmeckt mir am besten. Ich präferiere also den Waldhonig und wenn man jetzt eine andere Sorte Honig hat, die ein bisschen fester ist oder auskristallisiert ist, dann kann man ihn ins Wasserbad stellen und ihn ein bisschen flüssiger machen, wobei man unbedingt darauf achten sollte, dass die Temperatur nicht über 40 Grad geht, weil sonst die Enzyme zerstört werden und das wäre natürlich schade. Ja, nächstes Bild. Aber ich wieder zurück. Ich wollte jetzt das fertige Oxymel, aber das überschneidet sich jetzt. Also ich übergebe jetzt gleich an Michaela, was ich nur noch gerne sagen wollte. Dieser Kärntner Hustensaft, den ich gerade besprochen habe, hat den großen Vorteil, dass er nach einer Woche fertig ist. Also man tut gleich alles zusammen, den Honig, den Essig, die Kräuter, den Meerrettich, alles sofort zusammen, stellt das eine Woche lang dunkel und warm, also am besten im Küchenschrank und schüttelt das so einmal am Tag oder alle zwei Tage durch. Und dann ist das Ganze nach einer Woche fertig. Das traditionelle Rezept der Oxymele, da heißt es immer, die Kräuter im Apfelessig 3 bis 4 Wochen ausziehen und dann erst vermischen mit Honig. Aber das wird uns Michaela gleich nochmal erzählen, was da die Vor- und Nachteile sind der einen oder anderen Methode. Also ich habe gute Erfahrungen mit dieser Methode, die ich jetzt gerade beschrieben habe. Wobei man auch natürlich den Meerrettich weglassen kann und nur mit Kräutern arbeiten kann. Man kann variieren mit der Honigsorte. Da gibt es eben ganz viele Möglichkeiten. Man kann jetzt reine Erkältungskräuter nehmen oder auch die Kräuter, die ich am Anfang gezeigt habe. Es ist auf jeden Fall ein großes Experimentierfeld. Und damit möchte ich gerne weitergeben an Michaela. Ja, also ich habe hier für euch so dieses Grundrezept zusammengestellt. Ihr seht, es ist immer ein Teil Apfelessig mit 3 Teilen Honig und klein geschnittene Kräuter oder Wurzeln, je nach Wahl.
für mich ist es eigentlich das Wichtigste, die guten Zutaten vom Essig und vom Honig. Das, wo Barbara vorhin ja schon angesprochen hat. Ich hole zum Beispiel den Honig direkt beim Imker, weil da weiß ich einfach, der ist regional aus meiner Gegend. Und das sind dann auch die Blüten und Pollen aus den Pflanzen aus meiner Umgebung von dem her. Und wenn ihr eine gute Quelle habt, manchmal gibt es bei diesen Bauernhofläden auch selbstgemachten Apfelessig, auch den nehme ich ganz gerne dazu von dem. Ansonsten wirklich, wenn ich ihn im normalen Laden oder im Bioladen kaufe, schaue ich auch drauf, dass es wirklich dieser naturtrübe Essig ist. Ja, es gibt, egal, es kommt immer darauf an, wie viel Menge ich machen will. Darum ein Teil, es kann 100 Gramm sein, es können auch mal nur 50 Gramm sein, als Einheit. Also das könnt ihr immer selber zusammenstellen, wie das für euch eigentlich wichtig ist oder wie viel ihr auf Vorrat machen wollt, weil auch dieses Oxymel lässt sich sicher gut über ein Jahr halten. Und wenn wir jetzt den Kräuterkreis des ganzen Jahres so etwas anschauen, können wir dann immer wieder und wieder machen. Und wenn wir dann irgendwann eine Unterstützung brauchen, weil wir spüren, dass der Hals kratzt oder sonst irgendwas, dann haben wir das ja immer schon fertig bei uns im Keller oder im Kasten stehen und können jederzeit gut darauf zurückgreifen. Wichtig ist auch bei der Zubereitung, dass die Gläser gut gewaschen sind von dem her. Ich stelle sie meistens in den Geschirrspüler und anschließend nehme ich heißes Natronwasser, spüle das aus, ordentlich, nehme nochmals heißes Wasser, drehe sie um und lasse sie dann einfach nur noch abtropfen. Aber man kann sie ja auch nass auswaschen von dem her und mal bei 100 Grad in den Herd stellen, um sie damit keimfrei zu machen von dem her. Ja, beim Oxymel gibt es verschiedene Zubereitungsarten. Ich habe so wie die Barbara, ich mache sehr gerne erst dann auch immer die Mischung, wo wir alles zusammen machen. Aber ich habe jetzt anschließend zwei Blätter vorbereitet, wo wir unterschiedliche Herangehensweisen haben, wo ich dann nochmals genauer darauf hingehen kann. Ich habe unten euch ein paar Muster zusammengestellt. Ganz unten links, das ist der Thymian, das Duftveilchen und der Spitzwegerich momentan, wo ich zusammen später euch noch das Rezept zeige von dem her. Aber das sind auch so diese typischen Husten- oder Atemwegserkrankungen. Und es kann mit jedem Kraut, wo wir vorhin von Manfred gehört haben, mit jedem Kräuter können wir das ergänzen. Und nach eigenem Geschmack oder nach eigener Vorliebe oder was uns im Garten wächst oder beim Spaziergang immer wieder über den Weg läuft, können wir mitnehmen. Für mich ist es auch noch ganz wichtig, dass es eine achtsame Arbeit ist. Wir pflügen nicht das ganze Feld leer, jetzt gerade mit Duftveilchen oder solche Sachen, sondern wir nehmen so viel, wie wir brauchen und schauen, dass wir das Oxymel auch innerhalb dieses Jahres wieder aufbrauchen, damit wir diese natürlichen Ressourcen nicht überstrapazieren. Beim zweiten haben wir dann Brennessel, Bärlauch und was habe ich jetzt genommen? Girsch, ne? Girsch, genau, ja, Girsch, danke Manfred. Auch hier, ich habe gesehen, das wäre dann für ein späteres Thema, wo uns Manfred dann einen anderen Kräuterabend vorstellt, auch hier geht es um die Entgiftung, um die Blutreinigung. Auch hier, auch immer wieder, nehmt, was momentan Saison ist. Es gibt keine fixen Vorgaben. Wer experimentiert, wird Erfolge haben. Und ihr werdet merken, ihr habt eigene Vorlieben, werdet ihr dazu entwickeln von dem. Ja, jeder mag das eine Kraut lieber wie das andere. Gell? Manchmal sticht eines hervor. Ja. Und als letztes habe ich so unser Lieblings-Oxymel, das ist die Kurkuma mit Knoblauch und Ingwer. Und wenn wir das jetzt vorhin noch gehört haben mit dem schwarzen Pfeffer, dann ergänzen wir das natürlich noch mit frisch gemahlenen oder zerstoßenen Pfefferkörnern von dem her.
Ich gehe auch hinher und mache dann oft eine dünnere Mischung, so eine 1-1-Mischung, also halb Honig, halb Essig oder sogar manchmal etwas mehr Essig, wenn ich im Vorfeld schon weiß, dass ich es nur für Salatsauce verwende. Weil dann nehme ich das pure, für, also mit Essig stärker besetzte Ansatz und nehme gleich 3-4 Löffel und nehme das für eine ganze Schüssel Salat, grüner Salat, was auch immer, wo wir für uns mit 4-5 Personen brauchen von dem her. Ich habe auch festgestellt, man muss das leicht süßliche mögen am Salat und ich gebe auch danach kein Salz mehr oder sonst irgendwas rein. Das Einzige, was bei mir beim Salat dann oft noch dazu kommt, ist halt, was ich halt noch habe, entweder Kapuzinerkresse, Schnittlauch, Rucola, je nachdem, was bei mir im Garten wächst, kommt noch mit dazu, aber Würze kommt bei mir fast keine mehr dazu von dem her. Und bei uns, wir mögen das sehr gerne mit Trinken oder halt, wir haben das einerseits zum Trinken morgens, wie Barbara schon gesagt hat, morgens nüchtern oder einfach bald täglich, wenn wir Salat essen. Aber ich kann den fertigen Oxymel genauso auch in Smoothies geben oder gerade bei dieser dritten Version mit Ingwer, Kurkuma und Knoblauch, wenn ich eine schöne, dicke Honig-Oxymel davon mache, wo sehr süß ist, kann ich auch mal einen Teelöffel in den Prosecco reinlegen. Und es schmeckt noch lecker. Wahnsinn. Schön. Also es hat ganz viele Möglichkeiten und wenn ihr anfangt mit Oxymel, ihr werdet merken, es gibt so viele neue Felder, wo sich auftun, wo geschmacklich euch gut tun oder ihr das durch Experimentieren draufkommt, das ist jetzt genau meins. Also, und ihr macht gleichzeitig einfach auch noch mal was Gutes. Es ist auch für den Sommer oder wenn wir wandern gehen, einen Löffel von dieser Oxymel-Mischung in die Trinkflasche und statt irgendein Elektrolytgetränk oder wie auch immer, nehme ich das Oxymel mit und das schmeckt gerade so lecker und löscht den Durst sehr, sehr gut. Gut. Also für den Einsatz alle möglichen Themen. Ja. Manfred, schaltest du bitte weiter? Ja, und hier habe ich jetzt dieses, ich habe es genannt, Husten-Oxymel mit dem Thymian, den Duftpfeilchen und dem Spitzwegerich. Und da habe ich ein mittleres Honigglas genommen, wo ich ungefähr 2 Finger breit die Kräuter klein geschnitten habe und sie nur mit diesem Apfelessig angesetzt habe. Und das lasse ich jetzt 3 Wochen stehen. Und dann siebe ich es ab. Und dann mische ich es erst mit Honig. Also das ist die eine Vorgehensweise, erst den Auszug, den Essigauszug zubereiten und am Schluss mit Honig zu mischen. Gerade in dem Moment, wo man die Kräuter nicht im Oxymel haben möchte, ist das sicher eine einfache Art und Weise. Ich weiß jetzt zum Beispiel, dass ich im Mai bei uns diesen Tannenwipfele, heißt das bei uns, Barbara hat gesagt, wie heißt es? Maiwipfel. Ja, genau, heißt es ja. Bei euch. Auch in dieser Art ansetzen werde und dann auch die 2 Essigansätze miteinander verbinde und das dann mit dem Honig zusammenrühre. Das ist die eine, aber auch hier wieder all diese 14 Kräuter, ob es jetzt Eibisch, Andorn, Spitzwegerich habe ich ja, den Taubnessel, Huflattich ist schon ist bald die Saison vorüber, sage ich jetzt mal, Lungenkraut. Ihr könnt da alles reinnehmen, was ihr im Garten habt, was ihr euch findet. Da gibt es kein richtig und kein falsch. Ja, ausprobieren und machen. Schön. Gut, das nächste bitte noch. Und hier, das ist, wie ich vorhin schon gesagt habe, die Entgiftung und die Blutreinigung. Da habe ich euch dieses Bild, das untere linke Bild nochmals mit dem Apfelessig, Honig und den Kräutern. Da habe ich jetzt ein halbes großes Honig, leeres Honigglas genommen, habe diese Kräuter klein geschnitten. Ich schneide die Kräuter sehr gern von Hand, weil für mich diese Zubereitung von Oxymel auch noch so eine kleine Energiearbeit ist von dem her. Weil wenn ich es zusammen
händisch mache, sage ich jetzt mal, von Hand schneide, von Hand rühre, dann kommt auch noch meine Energie hinein. Es wäre schön, wenn wir auch gedanklich dann auch bei der Arbeit sind und nicht nebenzu Fernsehen schauen oder was auch immer. Von dem her, dass wirklich auch die guten Gedanken mit in dieses Oxymel hineinfließen, von dem her. Wenn der Honig, es gibt es manchmal zu fest ist, können wir den Honig auch gern mal auf den Heizkörper stellen oder in einen Wasserbad. Aber bitte aufpassen, wie Barbara schon gesagt hat, nicht über 40 Grad, bitte. Weil wir machen hier mit dem Honig sonst ganz viel kaputt, wenn wir ihn zu heiß erwärmen. Ich rühre immer den Essig in den Honig und dann wirklich auch mal 3, 4, 5 Minuten verrühre ich das, bis es eine gute Verbindung eingeht vom Essig und vom Honig. Und wenn das eine homogene Masse ist, gebe ich erst die Kräuter dazu. Und dann rühre ich es durch und stelle es wirklich auch für 4 Wochen in den Kasten und nimm dann immer wieder täglich oder jeden zweiten Tag, schüttle oder rühre das Ganze nochmals durch. Gut wäre, wenn die Kräuter klein geschnitten sind, dass die Wirkstoffe auch schneller übergehen in diesen Sauer-Honig-Gemisch. Ich habe es euch vorhin schon erklärt, für mich ist das so eine kleine meditative Arbeit, dieses Schneiden und dieses Rühren. Ich habe auch im Internet schon natürlich auch Rezepte gesehen, die machen das Ganze im Mixer. Die packen das alles in so einen Standmixer, Essig und Honig und machen das auch. Geht ganz bestimmt, aber für mich fällt so dieser energetische Ansatz fällt mir dann etwas von dem. Und ich will ja mit dem Oxymel uns als Familie etwas Gutes tun und darum möchte ich auch das weiterhin von Hand zubereiten. Ja. Und auch hier wieder, es gibt nicht nur diese 3 Kräuter für Entgiftung, Blutreinigung. Es gibt unendliche Kombinationen. Ausprobieren und einfach schauen, was am besten schmeckt von dem her. Mhm. Und ich wünsche euch viel Spaß bei dem Arbeiten. Vielleicht hat noch der eine oder der andere noch eine Frage. Also wir machen das jetzt bei uns seit einem Jahr, aber wirklich konsequent. Im Winter hatte ich dann keine frischen Kräuter, da war dann zu faul, zum Kräuter zu sammeln. Dann habe ich auch zurückgegriffen auf getrocknete von dem her. Und ich habe sie dann auch eher im Essig etwas länger ausziehen lassen und erst später den Honig. Hm. Aber das ist dann auch wieder Geschmackssache, will man die Kräuter drinnen lassen oder die Kräuter absieben. Du hast doch noch ein weiteres Bild, ne? Nein, ich habe noch. Dann kommt jetzt das nochmal von der Barbara, ne? Ja, genau. Was die Barbara vorhin wollte. Ja, genau. Ja. Fertige Oxymel aus Heilkräutern. Das ist jetzt dein Glas, Barbara, ne? Das ist jetzt mein Glas, genau. Und ich finde, sieht gut aus, oder? Das sieht gut aus, ja. Schön. Wunderbar. Was ich Michaela fragen wollte mit diesem Kurkuma, Knoblauch, Ingwer, das siebst du natürlich auch raus oder lässt du das drin? Also ich selber lasse es drinnen. Also ich schneide es klein. Ich mache eine Mischung, dass ich im großen Honigglas 2 bis 3 Zentimeter von diesen Wurzeln habe. Gieße es auch wieder an dieser Essig-Honig-Mischung von dem her. Aber da fange ich schon früher an. Schon nach 14 Tagen beginne ich mit dieser Mischung bei uns an den Salat zu geben. Ich lasse es auch drinnen, weil ich es sehr klein schneide und wir Ingwer und Kurkuma und Knoblauch gerne essen. Also wir mögen das gerne vom Geschmack her. Und wenn ich dann das Glas so ungefähr halb oder 2/3 leer habe, bin ich dann oft noch dran, dass ich nochmals frisch eine Honig-Essig-Mischung anrühre und dann auf diesen Ansatz der 3 Wurzeln nochmals übergieße. Also ich verlängere sozusagen mein Oxymel auch nochmals mit Essig und Honig. Okay, gut. Gut. Michaela, ich hätte da mal eine Frage. Ja.
Hast du da eine Buchempfehlung? Nein, ich habe keine Buchempfehlung. Ich war in einem Kurs und die hat uns das auch, ähnlich wie ich es euch so weitergebe, einfach erklärt. Sie hat gesagt, experimentiert. Das Grundrezept heißt immer ein Drittel Essig, zwei Drittel Honig, also ein Teil ein Teil Essig. Ein Teil Essig, drei Teile Honig. Drei Teile Honig, genau. Und mit dem arbeite ich. Wie gesagt, wenn ich weiß, dass ich jetzt meine Erfahrung gezeigt hat, dass ich jetzt schon fix für ein Salatdressing mache, dann mache ich mehr Essig hinein, dass ich später keinen Essig mehr zufügen muss. Aber sonst bin ich immer bei dem Einteil und Dreiteilen. Und wie viel Kräuter? Ich habe es gesagt, ja, wenn ich habe bei den Kräutern, was ich vorhin im Bild hatte, hatte ich ungefähr 2 Zentimeter hoch Kräuter und beim großen Glas habe ich halb genommen. Also das variiert von dem her. Was ist bei dir ein großes Glas? Ja, ich habe ein großes Honigglas und da habe ich ja diese Entschlackungskräuter reingemacht, da habe ich ein halbes Glas genommen. Kräuter geschnitten. Aber nicht, sie sind lose, sie sind nicht gepresst, sondern einfach lose. Locker dann. Mhm. Locker, genau, drinnen von dem her. Bei den Huschensachen habe ich jetzt ein kleineres Glas genommen mit weniger Inhalt, weil ich weiß, dass ich ja die nächsten Tage, sobald die Maiwipfel kommen oder vielleicht mache ich dann auch noch die Taubnessel, wenn ich sie finde, beim Spazieren gehen, setze ich mir noch einen zweiten Essig an und dann leere ich das zusammen und schlussendlich mache ich dann halt den Honig dazu von dem her. Und nimmst du auch die Blüten? Von was? Von den Kräutern? Nimmst du da auch Blüten zum Beispiel? Ja, ich nehme auch die Blüten von dem her. Also die Veilchenblüten zum Beispiel, oder ich habe die Gundermannblüten genommen. Ja, das ist wunderbar, das gehört dazu. Ja. Also ich bin schon gar der Meinung, dass man auch die ganz kleinen Knospen vom Bärlauch nehmen kann, weil die lege ich auch immer wieder mal ein in Essig oder Öl von dem her. Und warum sollen die nicht auch im Oxymehl funktionieren? Genau. Was ich auch empfehlen kann, sind Baumknospen, Oxymehl. Ja, die Maiwipfel, klar. Ja, sehr viel. Also man kann ja bis zu 90% von unseren heimischen Knospen verwenden. Und bei uns nimmt man die schwarze Ribisel. Ich weiß nicht, wie man bei euch sagt. Ja, schwarzer Holunder. Ja. Nein, nicht schwarze. Nee, die Johannisbeere. Ja, schwarze Johannisbeere. Ach so, genau, Johannisbeere, ja. Das ist super. Also mit Ochsenmehl kann man sozusagen Gemo-Präparate machen und die schwarze Johannisbeere ist sehr gut bei Allergien zum Beispiel. Ja, da kann man die Knospen nehmen. Ja, die Gemotherapie, das wollten wir eigentlich auch noch machen. Das wäre dann nochmal ein Thema. Das ist super. Ja, gerade jetzt die Zeit ist ideal, um Knospen zu sammeln. Ja. Das mit der Gemotherapie hätte mich auch noch sehr interessiert. Ja, haben wir noch nicht geschafft. Er war aber in der Planung, Manfred, gell? Ja. Wie kann man sich das dann vorstellen? Oh, Entschuldigung. Wolltest du das noch vorstellen dann, nachträglich irgendwo, vielleicht das nächste Mal? Also das können wir gerne machen, ja. Komm ja anhängen. Ich dachte, es ist zu spät, weil das Knospensammeln ist ja jetzt eigentlich mit dem Austrieb schon vorbei. Ah ja, okay. Aber das kommt auch sicher darauf an, wo die Teilnehmer wohnen. Also im Allgäu ist vielleicht die Natur noch nicht so weit wie hier am Bodensee. Aber okay, können wir gerne machen. Ja. Man kann es als Thema ja aufgreifen und zeigen, wie man es macht und dann vielleicht der eine oder andere die Möglichkeit. Ja, ja, genau. Vielleicht, ja. Kann ja dann, Nadja heißt du, gell? Nadja. Kann ja dann Nadja machen. Ja, genau. Also ich habe auch schon viele Gemmos hergestellt, jetzt im Februar schon aus den Brombeerknospen. Und der einzige Nachteil, in Anführungszeichen, ist eben der Alkoholgehalt.
Wäre das so möglich, Nadja, dass du das übernimmst? Weil ich finde es ganz gut, wenn immer jemand anders einen Teil dazu beiträgt. Schreibst mir einfach deine E-Mail, ja? Weil bei den vielen Leuten, weil ich habe also bei 3000 Leuten, weiß ich leider nicht, die einzelne E-Mail. Und dann bauen wir das doch ein, ne? Können wir gerne machen. Machen wir vielleicht ein, zwei Folien davon, das mache ich dir dann davon, gibst mir die Informationen und dann hängen wir das dran. Okay? Gut. Ja, super. Wunderbar, schön. Darf ich noch was sagen für Nicole? Also ich habe jetzt gerade schnell nachgeschaut. Wegen einer Buchempfehlung, und zwar wäre das vielleicht die Gabriela Nedoma mit dem großen Buch vom Oxymel. Also die hat ganz tolle Rezepte und ein riesiges Wissen. Bist du fertig, Jacki? Ein richtiges, gutes, großes Wissen dazu und es ist sicher zum Empfehlen. Wie hieß das Buch nochmal? Kannst du es bitte nochmal wiederholen? Gabriela, wie? Das große Buch vom Oxymel. Von? Gabriela Nedoma. Dankeschön. Nedoma. Die hat auch kleine Büchlein gemacht für Salben und für solche alte Heilmittel. So ganz so kleine Büchlein für 10 Euro oder so. Ah ja, okay. Ja, habe ich schon gefunden. Und die sind eigentlich, wenn man was ausprobiert, ganz gut zu gebrauchen. Hinweis, ja. Schön. Habt ihr noch irgendetwas, noch ein Thema irgendwie? Also ich wollte noch mal einfach was fragen zu diesem Oxymel herstellen, zu dem Vorgang, was da passiert, ob das jemand weiß. Also wenn ich mir vorstelle, ein Apfelessig, das ist ja ein fermentiertes Produkt und ja, im Prinzip der Honig ja auch. Und wenn ich dann frische Kräuter reinmache und die dann so lange da stehen lassen, wären die ja dann eigentlich auch fermentiert, oder? Also und wenn ich mir jetzt zum Beispiel einen Giersch nehme, der ja entzündungshemmende Wirkstoffe besitzt, werden die dann dadurch verstärkt? Durch diesen Prozess Oxymel-Herstellung? Weiß das jemand? Keine Ahnung, ich kenne mich im Oxymel nicht aus. Ja. Also ich denke mal, diese Mischung Apfelessig, wir kaufen ja Apfelessig als fertig fermentiertes Produkt. Also die Fermentation läuft ja dann nicht weiter und im Honig läuft sie auch nicht weiter. Das heißt, dieser Prozess des Fermentierens, das läuft auch dann nicht weiter, wenn wir Kräuter dazugeben. Außerdem heißt Fermentation, das wollten wir ja heute auch noch mal artikulieren. Ja, genau, kommt gleich noch. Das ist ja ein Prozess, der nicht ewig weiterläuft, sondern das ist ein Prozess, der so lange läuft, bis der Sauerstoff verbraucht ist. Und wenn wir ein Oxymel herstellen, dann geschieht das ja nicht unter Luftabschluss. Insofern denke ich mal, werden die Kräuter nicht fermentiert, sondern eher extrahiert. Mhm. Okay. Also die Bilder, die ihr seht, das ist aus dem Kurs, den die Barbara gehalten hat. Das sind unsere Ergebnisse gewesen damals, vor einigen Jahren. Sieht doch wunderschön aus, oder? Ja, also fantastisch. Es ist nur ein Teil davon. Die Reihe war wesentlich länger. Also, ja. Ich hätte auch noch mal kurz zum Oxymel noch eine Frage zur Anwendung. Ja. Also bis jetzt habt ihr ja gesagt, so genau morgens zum Beispiel ein bisschen verdünnt in Essig. Aber wenn man das jetzt zum Beispiel wirklich gegen Husten nimmt, wie ist denn da die die Anwendung, einmal wie viel, wie oft, gibt es da schon Erfahrungen? Ja, also zur Immunsystemstärkung oder auch jetzt bei akuten Erkrankungen sagt man so ungefähr dreimal täglich einen Esslöffel.
in warmem Wasser aufgelöst, eine halbe Stunde vor den Mahlzeiten. Also nicht zum Essen, sondern möglichst ein bisschen Abstand zu den Mahlzeiten. Und zur Darmreinigung heißt es, sollte man ein Esslöffel Oxymel in warmem Wasser morgens nüchtern nehmen für 3 Wochen. Und dann sollte man eine Woche Pause machen. Das ist so die Empfehlung. Mhm, gut. Hat noch jemand eine Frage dazu? Vielen Dank. Barbara, wolltest du noch was zur Fermentierung sagen oder würden wir das so belassen? Ja, also ich würde sagen, dieses riesige Thema Fermentieren, das ist ja auch was Saures, gell? Wir hatten ja jetzt einen sauren Honig und dann durch das Fermentieren auch die wieder mal das saure Thema, also die Milchsäurevergärung. Ich würde vorschlagen, wir machen das bei einem der nächsten Kräuterstammtische. Okay. Denn das wird einfach zu viel jetzt, weil es so ein riesengroßes Thema ist. Okay. Aber das Foto schon mal, ich glaube, du hast noch eins, so zur Anregung, was wir demnächst machen können. Also fermentieren ist jetzt mit einem Satz gesagt, einfach eine Haltbarmachung von allem Gemüse oder auch Obst, also allem, was man roh essen kann, das kann man auch milchsauer fermentieren. Ja. Und die meisten von uns kennen ja das Sauerkraut und das wird ja auch durch Milchsäuregärung hergestellt. Und der große Vorteil der Fermentation ist eben, man braucht keine Elektrizität, man braucht keinen Energieaufwand durch Einkochen oder Einfrieren. Das Einzige, was man braucht, ist eine 2%ige Salzlösung. Und damit kann man also unglaubliche Aromen und Sachen kombinieren, die man nicht kaufen kann. Und dieses fermentierte Gemüse hält sich auch also gut ein Jahr, ohne Aufwand jetzt von Kühlschrank oder Tiefkultur oder sonst irgendwelchen energetischen Aufwendigkeiten. Hm. Und es schmeckt wunderbar. Und ja, machen wir mal einen extra Stammtisch draus. Können wir machen, ja. Wenn ihr Interesse habt, natürlich. Ja, wunderbar. Okay, vielen Dank. So, dann würde ich sagen, wenn keine Fragen mehr sind, dann würde ich jetzt unseren Stammtisch schließen. Ich hätte noch eine Frage, und zwar Schönheitspunkt der Aphrodite. Was war noch mal die Menge vom Honig und Apfelessig? Ein Esslöffel Honig und ein Teelöffel Apfelessig. Wunderbar, ich bedanke mich recht herzlich. Ja, gerne.